zum Tagesordnungspunkt 4. Und hier kommen wir zur Fragestunde und das heute in einer Fragerunde. Und es beginnt, wie ich es eingangs bei der Tagesordnung gesagt habe, die SPD-Fraktion. Herr Triebs, bitteschön. Ja, Herr Oberbürgermeister, mit dem Beschluss des Doppelhaushaltes für dieses und nächstes Jahr hat der Stadtrat unter anderem 162.000 Euro beschlossen für eine Fortführung der Förderung des ukrainischen Begegnungszentrums im Jahr 2023. Allerdings gibt es aktuell Berichte aus der ukrainischen Gemeinschaft, dass es bislang keinerlei Informationen von der Landeshauptstadt gegenüber dem ukrainischen Begegnungszentrum gab, wie denn die Unterstützung in diesem Jahr aussehen soll. Gleichzeitig ist aktuell auch unklar, wie die 4 bei der Diakonie Stadtmission Dresden angesiedelten Stellen finanziert werden, die momentan ukrainischen Geflüchteten bei den bürokratischen Herausforderungen in der Stadt unterstützen. Und dazu haben wir 2 Fragen. Die erste wäre, werden die beschlossenen 162.000 Euro an das ukrainische Begegnungszentrum weitergegeben oder werden daraus die 4 Stellen bei der Stadtmission finanziert? Und wie wird eigentlich das Angebot finanziert, dem die beschlossenen Mittel nicht zugedacht sind? Genau, und die Nachfrage dann später. Also, will für Aufklärung sorgen. Wir arbeiten sehr eng mit der ukrainischen Community zusammen. Man muss ja auch sagen, im vergangenen Jahr ist die ukrainischen Mitbürger in unserer Stadt bedingt durch den Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine wirklich zur größten ausländischen Gemeinschaft in unserer Stadt aufgestiegen, mit ca. 9.000 Bürgerinnen und Bürgern, die hier in der Stadt leben und damit eine besondere Herausforderung, die Integrationsarbeit in der Stadt zu gestalten. Dem wollen wir uns auch stellen, auch dank Ihrer Beschlusslagen in der Finanzierung. Die 162.000 Euro sind die Mittel, die für die 4 Stellen, die eben die Netzwerkfunktion, die Kommunikationsfunktion über die Stadtmission der Diakonie beinhalten in der Finanzierung. Darüber hinaus finanziert die Landeshauptstadt Dresden die Betriebskosten des Begegnungszentrums im Quartier QF mit knapp 20.000 Euro. Und wo jetzt die Defizite entstehen, das sind, dass die ukrainische Community im vergangenen Jahr Mittel aus dem Landeshaushalt bekommen hat, um Veranstaltungen durchzuführen. Diese Förderung ist nicht fortgeführt worden und es war der Versuch, finden wir Möglichkeiten darüber hinaus, weitere städtische Mittel in die Hand zu nehmen, um auch da erneut wieder mal für eine ausfallende Landesförderung auch unter die Arme zu greifen. Und da ist noch keine Lösung gefunden, um diese Unsicherheit zu beseitigen. Aber auch, glaube ich, da müssen wir weiter daran arbeiten, denn die Arbeit des Netzwerkes in die Gemeinschaft hinein ist außerordentlich wichtig. Ja, danke für die Aufklärung, was die Finanzierungsfragen angeht. Nachfragen wollte ich nochmal, ob in den Gesprächen, von denen Sie ja auch gerade zum Teil berichtet haben, zwischen der ukrainischen Community und Ihnen auch das Thema mal besprochen wurde, dass der Plan ist, die Räumlichkeiten, die da im QF im Moment gerade genutzt werden, auch für andere migrantische Communities zu öffnen, als eben nur in Anführungsstrichen für die Geflüchteten aus der Ukraine. Ja, darüber gibt es Gespräche, wie wir es hier an anderen Community-Stützpunkten auch haben, dass sie für Verschiedenes da in der Nutzung zur Verfügung stehen. Auch das wird hier angestrebt, wobei man eben sagen muss, wiederhole das, was ich eingangs gesagt habe. Es ist mit Abstand die größte Gemeinschaft und insoweit natürlich eine besondere Herausforderung, eine besondere Frequenz von Veranstaltungen, Terminen, wo man auch überlegen muss, wie weit kann man ja jetzt noch weitere an diese Orte mit hineinnehmen oder sollten wir auch für weitere, so wie wir es ja schon mit der Integrationsbeauftragten in vielerlei Orten dieser Stadt machen, auch weitere Orte dazu nehmen, um mit anderen Gemeinschaften zu stärken, ihre Arbeit
in Veranstaltungen, in Sprachangeboten, in Integrationsangeboten hier in der Stadt Dresden anzukommen. Dankeschön. Bitteschön. Wir setzen fort mit der FDP-Fraktion, Herr Zastrow. Ja, meine Frage zur Sanierung des alten Feuerwehrgerätehauses in Papritz möchte ich nicht stellen, weil die haben wir ja gestern eingereicht. Und heute kam eine entsprechende Vorlage der Verwaltung dazu, die wiederum alle Fragen beantwortet. Dass es so schnell geht, hätte ich nie gedacht. Deswegen gestatten Sie mir bitte, eine andere Frage zu stellen, die vielleicht einfach zu beantworten ist. Der Frühling steht vor der Tür, der Winter ist fast geschafft. Ich möchte fragen, wann die Stadt Dresden vorhat, die Beleuchtung der öffentlichen Gebäude wieder einzuschalten und was für Erkenntnisse dahingehend vorliegen, dass der Freistaat Sachsen auch die Beleuchtung der historischen Silhouette, die der Freistaat Sachsen ja in der Winterzeit nicht gemacht hat, obwohl wir als Stadtrat ihn darum gebeten haben, wieder einsetzt. Wir freuen uns ja, dass die Touristenzahlen in Dresden wieder hochgehen. Sie könnten noch besser sein, wenn Dresden sich wieder in voller Pracht zeigt. Wir wissen alle auch aus einer Antwort auf eine FDP-Anfrage, dass die Einsparmöglichkeiten durch den Verzicht auf die nächtliche Beleuchtung wirklich marginal ist. Und wir wissen auch, dass die Gasspeicher in Deutschland im Moment, ich glaube, zu 70% gefüllt sind. Das heißt, voller Optimismus gehen wir in den Sommer. Und was hat die Stadt bezüglich ihrer eigenen öffentlichen Gebäude vor? Und wie sieht es aus im Gespräch mit dem Freistaat dazu? Also, guckt dann die Kollegen an, inwieweit sie das ergänzen wollen. Aber die kurze Antwort wäre, sobald der Bund seine Energieeinsparverordnung geändert hat, die ja da klare Vorgaben macht, wie wir damit umzugehen haben. Es waren ja Ausnahmetatbestände jetzt möglich gewesen über das Thema des Weihnachtsfestes und Beleuchtung in diesem Rahmen, aber eben nur in diesem Kontext. Und Sie haben ja die Jahreszeiten richtig beschrieben. Wir kommen vom Winter in den Frühjahr und da ist vielleicht Weihnachten auf der Südkugel, aber nie auf der Nordkugel. Und insoweit können wir darüber unter dieser Ausnahmetatbestand keine Beleuchtung machen. Aber wenn Kolleginnen noch ergänzen wollen, herzlich gerne nein. Ist das Thema an der Stadtverwaltung oder ein Gespräch mit dem Freistaat? Also wenn eine Bundes-Energieeinsparverordnung gilt, dann gilt die in Dresden, dann gilt die in Berlin, dann gilt die in Potsdam, dann wo auch immer. Die hat Ausnahmen drin. Und insofern ist das erstmal ein Status quo, an den wir dann uns ranmachen, wenn sie geändert ist oder nicht mehr gilt. Vielleicht noch eine Ergänzung, die Taskforce trifft sich ja auch weiter. Was der Oberbürgermeister sagt, ist richtig, aber wir setzen die Arbeiten fort und bewerten auch die Ergebnisse. Es ist jetzt nicht dem Selbstlauf überlassen. Und da können wir auch gerne im Stadtrat berichten. Da würde ich mich sehr freuen, wenn Sie es mal in der Taskforce besprechen und die Informationen im Ausschuss dann zumindest mitteilen. Danke. Das nehmen wir gerne so mit und würden dann in eine der nächsten Ausschusssitzungen darüber dann auch berichten. Wir setzen fort in der Fragerunde, sind bei den Freien Wählern, Freien Bürgern. Herr Lippmann, bitte schön. Herr Lippmann. Die Sachsen Netze GmbH ist ein Tochterunternehmen der Sachsen Energie GmbH, deren Aufsichtsratsvorsitzender, zahlreiche Stadträte sind ebenfalls im Aufsichtsrat vertreten. Das Unternehmen selbst wirbt auf seiner Webseite mit dem Slogan Kompetenz auf der ganzen Strecke. Ich wurde von einigen Bürgern angesprochen, die Kunden bei Sachsennetze GmbH sind und die seit Wochen ergebnislos versuchen, das Unternehmen zu kontaktieren. Demnach wurden Mails nicht beantwortet und telefonisch sei auch kein Herankommen gewesen. Ich habe also im Selbstversuch das ebenfalls versucht mit dem gleichen Ergebnis. Die Internet-Einträge, 47 oder irgend sowas an der Zahl, sind eine eindrucksvolle Sammlung von Schimpfworten. Und PV-Anlagenbesitzer werden nicht vergütet und der Ärger ist relativ groß. Dazu die Fragen, warum ist die Sachsen-Netze GmbH offenkundig für die Kunden nicht erreichbar? Welche Bestrebungen gibt es, um den Service des Unternehmens zu verbessern und insbesondere die Erreichbarkeit mittels Kontaktformular und telefonisch wiederherzustellen? Wann wird das voraussichtlich möglich sein?
Und die zweite Frage, welche Probleme gibt es bei der Erstattung der Einspeisevergütung für Solaranlagenbetreiber? Sie sprechen ein Thema an, das tut uns als Unternehmen auch fürchterlich weh, weil wir tatsächlich ja auch als Servicedienstleister für unsere Kunden da sein wollen. Aber man muss das mal so überschreiben, die Zumutbarkeitsgrenze für die Versorger ist erreicht bzw. überschritten. Ich will das nochmal in so ein bisschen schlaglichtartig darstellen, was an Bundesgesetzlichkeiten, mit welchen Fristigkeiten in den letzten Wochen, muss man sagen, beschlossen worden sind, zulasten der Energieversorger, die sie umzusetzen haben, diese auch innerhalb von wenigen Wochen auch wieder völlig umzudrehen und mit, ich sage mal, Gesetzgebungstermine wenige Tage später dann Umsetzung. Das verunsichert die Kunden, das fördert eine Menge an Nachfragen, das verstehen wir vollkommen. Wir haben ungefähr das mindestens dreifache Aufkommen an Anfragen bei uns, und diese Anfragen sind eben nicht einfache Anfragen, sondern häufig sehr komplexe Anfragen, die auch mehr Zeit in der Betreuung und Bearbeitung erfordern, und das fordert uns massiv heraus. Wir sind in der Nachsteuerung für ein Personal, aber das Personal muss natürlich auch in diese Vorgänge eingearbeitet werden und geschult werden, dass sie kompetent Auskunft geben können. Und um den Aufstau von Vorgängen abzuarbeiten, sind eben Kollegen, die im Telefondienst waren, verstärkt auch zur Abarbeitung der offenen Vorgänge eingesetzt worden, was natürlich die Herausforderung, durchzukommen, noch mehr erhöht hat. Aber um das mal plastisch zu machen, also seit August Gaspreisanpassungsverordnung am 9. August, Kurzfristen Energieeinsparverordnung vom 1.9., Ankündigung Entlastungspaket 3.0, 4.9.22. Gasbeschaffungsumlage wird Anfang Oktober zum Go-Live rückwirkend gestrichen. Umsatzsteuersenkung auf Gas und Wärme vom 25.10.22 rückwirkend ab 1. Oktober. Erdgaswärme-Soforthilfegesetz vom 15.11. Entlastung in der Dezember-Abschlagszahlung. Kohlendioxid-Kostenaufteilungsgesetz vom 5.12.22 anzuwenden ab Januar 2023. Erdgaswärme-Preisbremsengesetz vom 20.12.22, Strompreisbremsengesetz vom 20.12.22 inklusive die rückwirkende Zufallsgewinnabschöpfung, Preiserhöhungsrestriktionen für Strom, Gas, Wärme während Preisbremsen und so weiter. Und diese Aufzählung zeigt in der Taktfrequenz, und das ist alles von Gesetzlichkeiten, wird ausgelagert in der Umsetzung auf die Energieversorger deutschlandweit und natürlich auch auf uns. Wir sind da wirklich intensiv bemüht, diese Aufstauwirkungen von vielen Kundenanfragen zu beseitigen. Aber es ist einfach rein die quantitative Anfall in so kurzer Zeit mit sehr komplexen Fragestellungen, die uns massivst herausgefordert hat. Aber ich sagte schon, das Team wird verstärkt, und soweit sie auch eingearbeitet sind, kann es dann auch entsprechend produktiv werden. Ähnlich sieht das aus bei dem Thema Erstattung Einspeisevergütung. Auch hier hat sich in den letzten beiden Jahren die entsprechenden Zubau, das ist ja erfreulich, von Solaranlagen im Netzgebiet der Sachsen-Netze vervierfacht. Und eben sind sehr komplexe Prüfungsvorgänge notwendig, in die Einbindung in das Abrechnungssystem. Und insofern ist da ein Antragsstau entstanden für die Anlagenbetreiber selber. Sie verlieren dadurch keine Vergütung. Das wird rückwirkend erstattet. Aber natürlich, ich verstehe, dass es ärgerlich ist, dass du den Bescheid und natürlich auch die Auszahlung in die Hand haben willst. Wir bemühen uns nach bestem Wissen und Gewissen. Herr Lippmann. Ja, kurze Nachfrage. Als interessierter Bürger habe ich ungefähr eine Ahnung, was dahinter steht, aber meine Frage, warum wird das nicht, was Sie jetzt gerade gesagt haben, in Kurzform auf der Webseite um Verständnis geworben? Das würde tausende Anrufe und E-Mail-Kontaktversuche ersparen, dem Unternehmen ersparen.
Wir nehmen den Hinweis gerne mit auf. Ich glaube, es ist klug, da nochmal das weiterzugeben. Zumindest mal den Hinweis auf die Herausforderung und einen gewissen Verständnispunkt. Trotzdem ist dann noch nicht die Antwort für den jeweils Einzelnen erfolgt, aber zumindest man kann es einordnen. Vielen Dank für den Hinweis. So, dann als nächstes darf ich Herrn Schmelich für die Fraktion Dissidenten mit seiner Frage bitten. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, meine Frage knüpft eigentlich direkt an die Spontanfrage von Herrn Sastrow an, wenngleich natürlich mit einer komplett anderen Intention. Ja, jeder und jede, die sich bis in den letzten Monaten hier im Rathaus bewegt hat oder auch an Ausschusssitzungen teilgenommen hat, weiß, dass die Stadtverwaltung die Energieeinsparung offensichtlich sehr ernst genommen hat. Das ist erfreulich, auch wenn wir es manchmal am Körper spüren mussten. Ich hatte bereits am 6.10. eine Anfrage gestellt zu den Effekten, die diese Einsparungen, die durch die Taskforce vorgeschlagen, vorbereitet wurden, gebracht haben. Damals hat der Beigeordnete Kühn geantwortet, völlig nachvollziehbar, dass zu dem Zeitpunkt eben noch relativ wenige Daten vorliegen und zum Ende des Jahres aber nähere Auskünfte gegeben werden können. Wir sind in einem neuen Jahr. Und deshalb frage ich, welche Einspareffekte konnten sowohl im Wärmebereich als auch im Stromverbrauch in der Kernverwaltung und den Eigenbetrieben erzielt werden, zum Beispiel durch Temperaturabsenkungen, Straßenbeleuchtung etc. Und konnten die seinerzeit formulierten Ziele erreicht werden? Liegen die entsprechenden Daten mittlerweile auch von den städtischen Unternehmen vor und falls ja, erbitte ich um Erläuterung. Ich habe vollstes Verständnis dafür, wenn umfangreiche Informationen vorliegen, dass die jetzt nicht im Rahmen einer mündlichen Anfrage gegeben werden könnten. Deshalb gestatte ich mir die Anregung, wenn dass dieses Thema möglicherweise auch einmal zum Gegenstand eines Berichtes der Verwaltung, zum Beispiel im AV, gemacht wird. Die Beantwortung übernimmt Frau Bürgermeisterin Jeniken. Sehr geehrter Herr Stadtrat Schmelich, vielen Dank für Ihre Anfrage. Der Gesamtenergieverbrauch der Stadtverwaltung beträgt ungefähr 231 Gigawattstunden im Jahr. Ich antworte jetzt mit gerundeten Zahlen generell. Davon sollten mit Umsetzung der Stufen 1 und 2 der durch die Taskforce erarbeiteten Maßnahmen bis zu 15% eingespart werden, also bis zu 23 Gigawatt. Um eine konkrete Aussage zu den erzielten Einsparungen treffen zu können, ist derzeit das händische Ablesen, Festhalten und Übermitteln und Auswerten von Zählerständen mindestens im Monatsintervall notwendig. Allein für die Schulen haben wir die im Monatsrhythmus vorliegen. Für die weiteren städtischen Gebäude erfolgte das bislang im Jahresrhythmus und wurde dann im Rahmen des Stufenplans der Taskforce auf monatlich umgestellt. Bis dann ausreichend Vergleichswerte vorliegen, vergeht natürlich eine bestimmte Zeit, also ein Jahr, da erst dann Monatsvergleichswerte da sind, weil wir eben in der Stadtverwaltung bisher kein flächendeckendes Energiemanagement haben, das eine automatisierte Erfassung möglich macht mit zeitnaher Auswertung, müssen wir das noch händisch machen. Deshalb trage ich Ihnen jetzt eine Hochrechnung anhand von Referenzobjekten vor. Von September bis Dezember 2022 war bei den Dresdner Schulen durch Nutzersensibilisierung, Heizkurvenanpassung, sparsamen Umgang mit Elektroenergie und besonders durch die tatkräftige Unterstützung der Beschäftigten, für die ich mich mal bedanken möchte an dieser Stelle, eine Einsparung im Wärmebereich von 26% sowie beim Stromverbrauch von 12% zu verzeichnen. In den Verwaltungsgebäuden konnte der Energieverbrauch deutlich reduziert werden, beispielsweise im neuen Rathaus hier durchschnittlich um 35% Wärme und 6% Stromeinsparung. Im Bürgerbüro Altstadt konnte der Wärmebezug um 7% gesenkt werden und im Sozialrathaus auf der Junghannstraße wurde 11% weniger Strom verbraucht. Im Bereich der Straßenbeleuchtung ist die Absenkung des Dimmniveaus der Halbnachtschaltung auf Straßenzügen mit programmierbaren LED-Leuchten bei 600 Leuchten abgeschlossen. Das entspricht ungefähr 38% Einsparung.
Die Verlängerung des Zeitintervalls bei der Halbnachtschaltung für die konventionelle und alle LED-Leuchten von 22 bis 6 Uhr auf 21 bis 6 Uhr ist genauso erledigt wie die Abschaltung von Beleuchtungsanlagen, die nicht der Verkehrssicherheit dienen und sich im Eigentum der Stadt befinden. Dazu können wir aktuell noch keine Aussage über die Einsparungen machen, da die Abrechnung hier Mitte des jeweiligen Jahres erfolgt. Das werden wir dann in der Berichtsweise nachführen. Insgesamt schätzen wir aber ein in der Taskforce, dass das Einsparziel der Stufen 1 und 2 erreicht werden konnte, weshalb die Maßnahmen der Stufe 3 nicht zur Anwendung kamen. Und damit wurde natürlich im erheblichen Maße auch CO2 und öffentliches Geld eingespart. Für die Eigenbetriebe und Beteiligungsgesellschaften liegen die Rückmeldungen vor, dass die Maßnahmen der Stufen 1 und 2 dort ebenfalls soweit unter Berücksichtigung des spezifischen Aufgabengebietes möglich umgesetzt worden. Hier war keine zentrale Auswertung vereinbart worden in der Taskforce, da in Abhängigkeit des Aufgabengebietes und der vorangegangenen Aktivitäten hinsichtlich Energieeinsparung, Verwendung von erneuerbarer Energie, war ja jetzt auch beim Beta-Thema beispielsweise ein Stichpunkt, sehr unterschiedliche Potenziale vorhanden sind und die auch nicht sofort erschließbar sind. Deshalb ist vereinbart worden, dass bei der Berichterstattung an die jeweiligen Aufsichtsgremien, Betriebsausschuss oder Aufsichtsrat, Mindestvorgaben hinsichtlich der Betriebserstattung zum aktuellen Energiemanagement stattfinden sollen. Nach unserem Wissen hat das stattgefunden. Nutzen Sie die Möglichkeiten in den Aufsichtsräten und fragen Sie, wenn die Betriebsleitungen das nicht von sich aus darstellen, nach den konkreten Handlungsmöglichkeiten. Dabei berät Sie meinen Geschäftsbereich gern so weit, dass die Aufsichtsräte brauchen. Gerne bekommen Sie die Antwort schriftlich. Ich nehme an, Sie werden es wollen wegen der Zahlen. Und gerne berichten wir auch in einem Ausschuss. AV fände ich auch passend, weil es um die städtischen Einrichtungen geht. Herr Zastrow, ich weiß nicht, welchen Sie sich vorgestellt haben. Vielleicht können Sie sich da absprechen. Die Kolleginnen und Kollegen würden sich freuen, dann näher vortragen zu dürfen. Ja, vielen Dank für die Antworten. Wir setzen fort in der Fragerunde mit der AfD-Fraktion. Herr Pinkert. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, Vertragsparteien können schriftlich vereinbaren, dass die Miete durch den vom Statistischen Bundesamt ermittelten Preisindex für die Lebenshaltung aller privaten Haushalte in Deutschland bestimmt wird, sogenannte Indexmiete. In Zeiten hoher Inflation, merken wir ja alle selber, steigen entsprechend stark die Indexmieten, was zu hohen Belastungen für die Mieter führt. Dazu unsere Fragen. Erstens, hat die Landeshauptstadt Dresden Gebäude und oder Wohnungen angemietet, bei denen Indexmietverträge bestehen? Wenn ja, sind die Preissteigerungen im Doppelhaushalt 23/24 entsprechend mit abgebildet und eingepreist? Mit welcher Inflationsrate wurde seitens der Landeshauptstadt Dresden in diesem Doppelhaushalt gerechnet? Zweitens, vermietet die Landeshauptstadt Dresden oder städtische Beteiligungen wie beispielsweise die WED Gebäude und oder Wohnungen mit Indexmieten, die zu höheren Belastungen der Mieter führen? Wenn ja, in welcher Höhe werden die Mieter hierdurch belastet? Die Beantwortung übernimmt Herr Bürgermeister Kühn. Ja, sehr geehrter Herr Pinkert, die Landeshauptstadt hat Mietverträge mit Indexmieten abgeschlossen. Die prognostizierten Preissteigerungen wurden im Doppelhaushalt vertragsbezogen mit der angenommenen Inflationsrate von 1-5% finanziell berücksichtigt. Die Höhe der vertragskonkreten Berücksichtigung steht in Abhängigkeit der mietvertraglichen Ausgestaltung. Für die vom Amt für Hochbau und Immobilienverwaltung vermieteten Objekte wurden nach dem derzeitigen Kenntnisstand keine Indexmietverträge abgeschlossen. Allerdings sind beispielsweise in den Mustermietverträgen über Gewerberäume von der Stesat GmbH Wertsicherungsklauseln verankert. In den neuen Verträgen wurde dort gemäß der rechtlichen Entwicklung auf den Verbraucherpreisindex umgestellt. Die städtischen Beteiligungen WED und Stesat GmbH vermieten grundsätzlich keine Wohnungen mit Indexmieten, die zu höheren Belastungen der Mieterinnen und Mieter führen.
Nochmal eine Nachfrage. Also Sie haben 1-5% eingepreist. Ist natürlich im Moment ein bisschen Utopie. Ja. Wir würden uns gerne wünschen, dass wir dort eine Übersicht von Ihnen geliefert bekommen, welche Objekte mit Indexmietvertrag, auch mit Verpreisindexmietvertrag angemietet wurden. Wir wissen ja ganz genau, dass wir als letztes erst dieses große Gebäude am Postplatz angemietet haben für den Herrn Donhauser. Das hat auch einen Indexmietvertrag, ja, und dort wird natürlich dieser dann im Jahr 2024/25 nochmal richtig durchschlagen. Also erwarten wir, danke, Ihre tabellarische Aufstellung möglichst gleich als Excel-Tabelle, um die ordentlich zu verarbeiten. Dankeschön. Also ich denke, dass das machbar ist, Ihnen dort in geeigneter Form die Übersicht über die Verträge mit Indexmieten zukommen zu lassen. Ob jetzt in Excel oder welcher Form, aber so, dass Sie das nachvollziehen können. Als nächste Fraktion sind Bündnis 90 Die Grünen an der Reihe. Frau Siebeneicher, bitte. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, ich möchte zu einem sehr aktuellen Thema nachfragen. Wie vor kurzem bekannt geworden ist, droht dem Projekt Jugendökohaus das Aus am Standort Großer Garten. Das sorgt aktuell für viel Verunsicherung, vor allem bei den langjährigen Nutzern. Laut Presseberichterstattung ist der Grund dafür, dass der Eigentümer der Immobilie, also der Staatsbetrieb Schlösser und Gärten, Eigenbedarf angemeldet hat, wenn sich der langjährige Träger des Angebots, der CJD Sachsen-Thüringen im christlichen Jugenddorfwerk Deutschlands e.V., so heißt der Träger, zum April 2023 aus dem Angebot zurückzieht. Nun ist es so, dass das umweltpädagogische Angebot für junge Menschen sehr bekannt ist in der Stadt und auch sehr beliebt und seit über 30 Jahren genau im Großen Garten etabliert ist. Die Stadt, das Jugendamt sah auch die Fortführung eines solchen Angebotes im Großen Garten vor und hat das auch in einem Interessenbekundungsverfahren so ausgeschrieben. Mit Blick auf den Standort möchte ich zunächst nachfragen, was sind die ganz konkreten Gründe, dass die Stadtverwaltung mit dem Freistaat Sachsen, also dem Staatsbetrieb Schlösser und Gärten, einen Aufhebungsvertrag bezüglich der weiteren Mietnutzung des Jugendökohauses im Großen Garten schließen musste? Die Beantwortung Ihrer Frage übernimmt Herr Bürgermeister Donhauser. Ja, liebe Tina Siebeneicher, es ist schon im Prinzip richtig dargestellt worden, der bisherige freie Träger hat angekündigt, sich aus dieser Leistungsart in Dresden zurückzuziehen. Es war ursprünglich vorgesehen, dass er sich schon zum Ende des Jahres zurückzieht. Dann sind nochmal Gespräche geführt worden, um da den Zeitpunkt bis den 30. April erstmal zu vereinbaren. Das Interessenbekundungsverfahren ist deshalb abgebrochen worden, weil der Eigentümer Schlösser und Garten Eigenbedarf angezeigt hat und das Gebäude zukünftig durchaus auch für Kinder- und Jugendarbeit selber nutzen will. Und insofern hat das Jugendamt jetzt folgendermaßen reagiert, dass wir in der aktuellen Verwaltungsvorlage zur Förderung, die am Dienstag durch die Dienstbereitung OB freigegeben worden ist, vorgesehen wird für 2023 die außerschulische Jugendbildung des Trägers Naturschutzjugend Dresden im NABU entsprechend zu fördern, damit zunächst erstmal sichergestellt werden kann, dass die bestehenden ehrenamtlichen Gruppen des Jugendökohauses dort an dem Standort dann, also was NABU angeht, weiterarbeiten können. Und parallel wollen wir im Jugendhilfeausschuss die Diskussion dann führen, was die grundsätzliche Neuordnung von dem Jugendamt Dresden oder durch den Stadtrat Dresden geförderten Angebote der außerschulischen Kinder- und Jugendarbeit angeht, um entsprechend uns dort neu zu sortieren. Ich treffe mich am Montag, 6.3. nochmal selber mit dem Förderverein, um nochmal Möglichkeiten zu erörtern. Wir haben nochmal bei Herrn Striefler Schlösser und Gärten nachgefragt. Es bleibt also dabei, die brauchen oder haben da weiter den Bedarf für die Eigennutzung. Insofern ist unser Vorschlag, dass wir, wie gesagt, wenn die Fördervorlage in diesem Punkt so vom Jugendhilfeausschuss beschlossen wird, dass wir erstmal mit dem NABU agieren und dann uns Gedanken machen, gemeinsam mit dem Jugendhilfeausschuss, wie wir das Angebot, was unumstritten ist, überhaupt keine Frage, dann ab 2024 gesichert weiterführen können. Vielen
Dank. Das klingt soweit erstmal gut. Ich möchte trotzdem noch mal zum Standort nachfragen, um Missverständnisse zu vermeiden. Ist jetzt der Standort in dem Kavaliershaus im Großen Garten über den NABU gesichert oder müssen wir wirklich über neue Standorte reden? Und wenn wir über einen neuen Standort reden müssen, sieht da das Jugendamt oder die Verwaltung denn jetzt schon Alternativen, also ich sage mal städtische Immobilien, die auch im Zentrum liegen und vielleicht sogar auch eine Reichweite des Großen Gartens? Mhm. Also und so, wenn Schlösser und Gärten dabei bleibt, was den Eigenbedarf angeht, da ist der Standort, den müssen wir dann aufgeben im Großen Garten. Wenn Schlösser und Garten eine andere Position findet, sind wir natürlich durchaus bereit, dort mit entsprechenden Unterstützungsmaßnahmen, was den Brandschutz vor allen Dingen im Kavaliershaus angeht, dort mit zu helfen. Wenn das nicht der Fall ist, das heißt also Schlösser und Garten bleibt bei der Auffassung, was den Eigenbedarf angeht, ist das Jugendamt bereits an mehreren Immobilien im Gespräch. Die will ich jetzt aber aus Gründen nie nennen, weil das möglicherweise dann wieder zur Verunsicherung führt. Also da ist das Jugendamt im Gespräch, auch zentrumsnah im Gespräch. Das wird man aber nochmal im Jugendhilfeausschuss dann, wenn wir die Vorlage einbringen, detailliert erläutern. Vielen Dank. So, als nächster Fragender für die Linksfraktion, Herr Scheubach. Ja, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, Sie beabsichtigen ja die eine oder andere strukturelle oder personelle Änderung in Ihrem Geschäftsbereich vorzunehmen. Das hat ja inzwischen auch das Interesse der Dresdner Medien geweckt. Die haben auch dazu angefragt, Sie haben da eher ausweichend geantwortet. Und deshalb möchte ich im Sinne der Transparenz Ihnen heute die Gelegenheit geben, hier exklusiv den Stadtrat als Hauptorgan unserer Stadt mal zu informieren über Ihre Pläne. Und deshalb möchte ich Sie bitten, folgende Frage zu beantworten. Welche strukturellen und personellen Veränderungen beabsichtigen Sie denn nach aktuellem Stand in Ihrem Geschäftsbereich vorzunehmen und welchen Zeitplan verfolgen Sie hierfür? Also, lieber Herr Scheubach, Sie haben es ja schon gesagt, Ihre Rückfrage geht bestimmt auf mediale Berichterstattung zurück und insoweit freue ich mich natürlich außerordentlich, hier einige klarstellende Erläuterungen geben zu können. Erstmal ganz grundsätzlich gehen hier alle Überlegungen jetzt von strukturellen Anpassungen auf die von den Moderatoren vorgeschlagene und von Ihnen ja als Stadtrat beschlossene Hauptsatzung zurück. Und diese Hauptsatzung hat uns ja einige Herausforderungen mit auf den Weg gegeben, indem strukturell Ämter in andere Geschäftsbereiche verlagert worden sind. Das ist, glaube ich, noch relativ klar umschreibbar. Wir haben auch ja in dem Moderationsprozess und dann in der Umsetzung hier im Rat darüber gerungen und das auch in der politischen Ausgewogenheit dann respektiert und ja auch beschlossen, dass im Prinzip der Gedanke von den Moderatoren war, jeder Geschäftsbereich kriegt Fachfunktionen und Querschnittsfunktionen. Jetzt gilt es in einer Organisationsverfügung, da wo in den Geschäftsbereichsleitungen Aufgaben, Zuordnungen jetzt neu getätigt werden müssen, die eben personenkonkret umzusetzen. Und da ist bei einigen Sachen das sehr eindeutig. Wenn jetzt, ich nehme mal die Sportförderung in den Geschäftsbereich des GB2s ist, dann geht das entsprechend dahin. Das genauso gilt das für IT und andere Thematiken, wo man das erklärt. Bei anderen Sachen ist das dann schon eine größere Herausforderung und am Ende der Tage ist ja zusammengefügt worden, das heutige Büro des Oberbürgermeisters, den Geschäftsbereich 1 zum Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters, wo dann die Funktionen, die im Geschäftsbereich 1 bleiben, entsprechend angesiedelt sind. Und jetzt gilt es, das personenkonkret, wie gesagt, umzusetzen und auch das entsprechend haushalterisch. An dieser Organisationsverfügung arbeiten wir mit dem, dass da jeder
Position klar zugeordnet ist, mit dem, dass man sagen kann, die Schnittstellenfragen sind klar geklärt und wir sind auch in der Lage, eine Führungsfunktion durchzuführen und das, was Sie sich auch wünschen, die Kommunikation innerhalb der Verwaltung, in der Organisation und mit Ihnen als Rat zu verbessern. Wovor ich mit Ihnen sagen kann, was definitiv nicht geplant ist, ist, dass er dadurch die Hintertür in Finanzbürgermeister schaffen will. Nein, müssten Sie mir mal sagen, wo meine Motivationslage dabei sein sollte. Und wenn Sie mir das verraten haben, denke ich vielleicht nochmal drüber neu nach. Aber ansonsten ist das ein Bestandteil des Geschäftsbereiches des Oberbürgermeisters, die Kämmerei. Aber es ist nicht vorgesehen, eine Form von beigeordneten Stelle für Finanzen dort einzurichten. Ja, lieber Herr Oberbürgermeister, die Motivationslage liegt ja auf der Hand. Wer es durch die Vordereingangstür nicht schafft, probiert es halt hintenrum. Das machen Sie vielleicht. Ich hätte noch mal eine Nachfrage. Ich habe ja auch nach Ihrem Zeitplan gefragt. Dazu haben Sie jetzt leider gar nichts gesagt. Wann dürfen wir denn damit rechnen, dass Sie uns dann tatsächlich mal Ihre personellen und strukturellen Vorstellungen für den Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters präsentieren werden? Weil das sind Sie ja jetzt letztlich schuldig geblieben. Ich gehe davon aus, dass es in den nächsten Tagen dann abschließend soweit gefasst werden kann. Und dann gilt es eben nicht nur für den Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters, sondern es ist eine Organisationsverfügung über alle Geschäftsbereiche hinweg, die alle Fragen von personellen Zuordnungen auflöst. So, und dann kommen wir zum Abschluss der Fragerunde und sind bei der CDU-Fraktion. Herr Böhm. Ja, lieber Herr Oberbürgermeister, die Frage geht wahrscheinlich eher an den Kollegen Kühn. Ist ein kleines Thema. Wie schaffen wir das, dass wir die Daten aus dem Unfallatlas des Statistischen Bundesamtes nun endlich mal auf die Internetseite der Landeshauptstadt kriegen? Wir reden immer viel über Unfälle, insbesondere Radverkehr. Ich denke da nur gestern an den runden Tischradverkehr, wo das wieder ein wesentliches Thema ist. Aber der Bereich vom Kollegen Kühn schafft es nie, seit 2021 dieses Thema einzupflegen. Und wenn es da nie einen besorgten Bürger gäbe, der mich regelmäßig daran erinnern würde, dass das noch nicht geschehen ist, dann wäre uns das wahrscheinlich schon lange entgangen. Also deswegen frage ich Sie, Herr Oberbürgermeister oder Herr Kühn, welche Gründe standen bislang der Umsetzung des Stadtratsbeschlusses A0020 als 19 Sofortprogramm zur Entschärfung der gefährlichsten Stellen für Radfahrende dazu Punkt 4 entgegen? Und ich mache gleich die zweite Frage auch noch hinterher. Wann ist denn nun nach 2 Jahren mit der beschlossenen Veröffentlichung der Zahlen und der permanenten Aktualisierung zu rechnen? Also von IT habe ich gehört, das ist kein Problem. Ja, oder vielleicht schiebe ich die dritte Frage noch gleich noch hinterher. Müssen wir es nochmal beschließen lassen? Dann will ich Sie nicht enttäuschen und Herrn Kühn antworten. Ja, sehr geehrter Herr Böhm, wir haben im vergangenen Jahr tatsächlich gemäß Stadtratsbeschluss versucht, über das Amt für Geodaten und Kataster die technische Einbindung in den Themenstadtplan zu ermöglichen. Wir haben allerdings feststellen müssen, dass das einen hohen Aufwand bedeutet hätte, dort in einer qualitativ hochwertigen Form diese Datensätze einzubinden. Wir versuchen es weiterhin, dort eine stabile und qualitativ hochwertige Einbindung hinzubekommen. Das ist technisch eben tatsächlich nicht so einfach. Es ist so, dass diese Daten alle, also das können Sie dem Bürger auch mitteilen, diese Daten alle bereits online verfügbar sind, nämlich auf unfallatlas.statistikportal.de. Das heißt, diese Informationen, die wir bisher technisch nicht in den Themenstadtplan einbinden können, liegen aber in einer hohen Qualität, um sich dort ein Bild zu machen vor. Wir haben
die höhere Priorität jetzt gesehen, nicht in der Einbindung der Daten, sondern in der Erstellung der Unfalldatenanalyse. Also es geht ja nicht nur darum, Daten zu produzieren, sondern es geht ja darum, die Daten zu analysieren und entsprechende Ableitungen für die Verkehrssicherheit zu treffen. Und die Unfalldatenanalyse wird Bestandteil sein des ersten Verkehrssicherheitsberichts. Das war ja auch Gegenstand sozusagen des Beschlusses. Und dieser wird im zweiten Halbjahr kommuniziert, das heißt natürlich auch dem Bauausschuss vorgestellt. Wir streben ja, das haben wir auch gestern im Runden Tisch Radverkehr kommuniziert, an eine kontinuierliche Sicherheitspartnerschaft in Sachen Verkehrssicherheit mit der Polizei. Dazu wird es auch eine gemeinsame Erklärung geben. Und Ziel der Übung ist es eben, auf Basis der Unfalldaten und der entsprechenden Analyse hier die notwendigen Ableitungen für die Verkehrssicherheit zu bewerkstelligen. Also wir haben es versucht, aber die Frage der technischen Integration und der entsprechenden Qualität, die diese Einbindung bedarf, haben bisher nie zu dem gewünschten Ergebnis geführt, muss man so ehrlich sagen. Herr Bürgermeister, das ist ja nun ein Stadtratsbeschluss. Bislang habe ich noch nicht gehört, dass Sie gesagt haben, ich brauche die und die Ressource. Sie haben sich jetzt so ein bisschen drumherum gewunden um die Beantwortung meiner Frage. Das war ja konkret, wann wird der Stadtratsbeschluss umgesetzt? Ich meine, es ist jetzt schon ein interessantes Thema, wenn die Leute wissen, ich sage mal Thema Schulweg, Thema Arbeitsweg, wenn sie wissen, wo besonders gefährliche Stellen sind. Und meine Informationen aus dem Bereich IT sind, dass es jetzt nicht so komplex ist. Also ich würde Sie schon bitten, mit einem konkreten Zeitplan oder mit einem konkreten Zeitpunkt hier vielleicht auch zu antworten oder zu sagen, was Sie denn an Ressourcen brauchen. Ich meine, das ist ein kleines Thema und vielleicht ist es ja doch viel größer. Wir würden Ihnen da gerne über die Straße helfen als Stadtrat. Also die Ressourcen beim Straßentiefbau sind natürlich begrenzt. Und die Frage ist, was ist wichtiger? Ist es wichtiger, mit den Unfalldaten zu arbeiten, diese auszuwerten, diese in Maßnahmen zur Verbesserung der Verkehrssicherheit zu führen oder die Ressourcen dahingehend zu binden, die Daten, die auf einem anderen Portal in guter Qualität vorliegen, in den Themenstadtplan zu integrieren? Ja, wir halten daran fest, dass wir das in den Themenstadtplan integrieren wollen. Das ist ja ein sehr gutes Instrument, was auch von den Bürgerinnen und Bürgern genutzt wird. Aber die höhere Priorität, und das war ja übrigens auch Gegenstand des Antrags und der Intention, war ja, dass wir erstens zu einem Verkehrssicherheitsbericht kommen, wo wir mit den Daten arbeiten, die notwendigen Analysen führen und die Schlussfolgerungen für mehr Verkehrssicherheit. Insofern ist es auch eine Priorisierung gewesen, wie wir mit dem Gesamtantrag umgehen. Und da finde ich persönlich, ist es zunächst mal wichtiger, dass wir mit diesen Daten arbeiten und vor allen Dingen dann mit Blick auf das Schulwegsicherheit ist etc. pp., die notwendigen prioritären Maßnahmen, um dort an den neuralgischen Punkten, wo es die Unfallhäufungsstellen gibt, dort eben dann die entsprechenden Maßnahmen, ob das technisch, baulich, verkehrsorganisatorisch ist, zu ergreifen. Aber wir versuchen es weiter und sobald ich Ihnen dazu nochmal einen neuen Sachstand geben kann, was den Zeitplan angeht, dann würde ich das natürlich in jedem Fall auch tun. Das Ziel ist, den Stadtratsbeschluss auch an dieser Stelle zu erfüllen. Vorstellen, Sie zu unterstützen, indem wir bei dem nächsten Antrag, der irgendwie in die Richtung geht, diesen Punkt nochmal anhängen, damit das auch wirklich ankommt in der Verwaltung. Danke. Das obliegt Ihnen natürlich. So, meine Damen, meine Herren, damit ist die Fragestunde beendet.